Aber gut. Wo ist mein Pfannenwender hin? Mein Pfannenwender ist kaputt. Aber gut. Junge, was war das denn gerade? What the fuck? Was war das denn gerade? So, was muss denn hier drauf? Schwarzer Pfeffer. Okay, den brauche ich dann doch, den schwarzen Pfeffer hier. Was Falsches weggeräumt eben. So, schwarzer Pfeffer 5 Gramm. Ich sag jetzt gerade, es wird zu stressig, weil jetzt haben wir das zweite Essen noch hier. Also irgendwie die Tomatensuppe oder was auch immer das war. So, Thymian getrocknet. Thymian getrocknet da. Ebenfalls 5 Gramm. So, dann Dill, brauchen wir auch 5 Gramm. Ja, machen wir 7 draus, ne? Auf ein Backblech geben und ihn in den Backofen schieben. Okay. Weil der Fisch ist schon im Backofen gelandet, ne? Gut. So, was war das zweite Rezept, was wir jetzt hier haben? Was war das Rezept? Tomatensuppe. Wir können mal versuchen, sie doch nochmal aufzuheizen. Nein, verbrennen? Kann sie verbrennen? Ich weiß es nicht. Wir können sie aber umrühren. Weil jetzt eigentlich keine Lust hat, die Tomatensuppe nochmal neu zu basteln, weil die auch mal so eklig ist. Deswegen lassen wir die mal kurz anbraten. Was brauchen wir noch hier? Wir brauchen hier die Zitrone, ne? Gut, dass ich schon eine auf dem Boden liegen habe. Oh, guck mal hier. Eine frische Zitrone vom Boden. Lecker, lecker, lecker. So, Messer. Let's chop it. Chop it. Chop it. Und ich chop jetzt komplett schief. Chirp. So. Die fällt halt immer nicht um, das zweite Teil, ne? Also alle fallen um, aber das zweite Teil fällt halt nicht um. So, und da ich meinen Pfannenwender jetzt nach wie vor vermisse, also der ist nicht mehr aufgetaucht, muss ich jetzt schweren Herzens mir einen neuen kaufen. Nur um den hier hinzulegen, für die Kartoffeln oder sowas, ne? So, ich sag einfach mal, die Tomatensuppe ist wieder gut, also die hat's überlebt, hoffe ich. Ups, ich hab gematscht. Sorry. So, ich hoffe, die ist jetzt heiß, sonst haben wir ein Problem. Das ist so blöd, ne? Tomatensoup. Los, mach rein. Okay. Nichts dafür getan. Okay. Es sind halt wirklich nur. Das ist halt wirklich nur, dass das alles das, was vorher war. Die Temperatur ist überhaupt perfekt. Okay. Nicht schlecht. So. Die Forelle ist gut. Wir können direkt die nächste Forelle reintun. Dafür müssen wir die nur kurz auf den Tisch. Auf ein Tablett tun. So, hier kam es noch mehr Rettich drauf, glaube ich. Irgendwie 5 Gramm oder so. Aber letztens habe ich den vergessen. So, dann brauche ich einen Nicht-Ducken-Teller. So, hier, zack. Sorry, Fisch. Sollst du halt schon mitkommen, ne? So, Fisch, komm. So, ich hole mir direkt schon mal den nächsten Fisch. Junge, was ist los bei dir hier? Wogegen hämmert das immer hier? So, da ist der nächste Fisch. Dann kann ich die jetzt auch dreifach draufkippen auf meinen tollen Teller. Hier, geht das? Fast. Naja, immerhin. Arbeitsersparnis um 50%, würde ich sagen, ne? So, da kam jetzt noch Gemüse drauf, ne? Petersilienblätter, ach Gott. Und die auch noch so ordinär handgepflückt, ne? Und ich sag mal, die fällt gleich runter, ne? Wenn ich da nicht zurücklege. So, nächstes. Zack. Ja, hör auf zu hupen, du Otto. Meine Fresse. Ja, hör auf zu hupen. Du wirst auch nicht hübscher von. So, hier, zack, schnell, schnell. Zack, zack, zack. So, du bist der 340er. Der Fisch hängt da sehr schön raus. Was ist da wieder nicht gut? Da ist doch wieder was, was er am Meckern ist. Was meckert der schon wieder darum? Zu viel getrockneter Jill. Schlechte Schneid. Was hat der gegen meinen Freestyle-Zitronen-Chopping-Style, hä? Otto hier. Mann. So. Auf dass er wieder meckern möge, weil ich das falsche Menge an Produkt habe. Und nochmal. Und Aspiraten. Nee, diesmal nicht. Okay.
So, komm. Jojo, Fisch hat sich bewegt, okay. So, Teller. Komm, der bekommt mal jetzt hier so einen schönen großen Teller, ne, weil ich es kann. Ne, voll Luxusbedienung hier. So, dem pflück ich jetzt auch direkt das Gemüse hier runter, ne. Das kann der sich hier schön persönlich draufgelegt bekommen, so, ne. Ohne, dass es das Essen jemals berührt hat. Das ist eine Dekoration, die nach unten kommt. Die muss nur da sein. Das, alles andere ist unrelevant. Aber auf dem Teller liegen sollte sie schon. So, jetzt brauche ich noch eine Zitrone. Eine Zitrone, komm, Zitrone. Messer. And Chop. Chop. Und Chop. Okay. Sieht wieder sehr katastrophal aus, aber wen juckt's? Und ich habe wieder einen daneben gehauen. Komm, leg's wenigstens gerade hin, das Messer. Das ist genau das Messer. Das Schneidebrett. Hört doch mal auf zu hupen, ihr Autos da draußen. Ey, es ist ja unerträglich hier. So, ich habe gerade echt Bock, diesen Karton anzuzünden. Oder wir kochen den. Komm, wir kochen den Karton. Ich frage mich, was da passiert, wenn ich diesen Karton jetzt koche. Ist ja nur Wasser. gleich so, puff, ganze Küche tot, ne? So, Fisch. Wir arbeiten rein. Okay, wir könnten den Fisch auch mal hier in den Backofen reintun. Ne? Ist auch ein Backofen, aber... Nie wieder einen Feuerlöscher reinstellen. Das ist lustig, das muss man machen. Das macht mir auch Spaß. So, Fisch. Fisch hat sich gerade entschieden, gut zu sein. Schön. Dann Fisch, hopp. Ab auf Teller. Nein, Fisch! Günther! Günther? Och, komm schon, Günther. Ey, sag mal. Was ist los hier? Fisch, komm. So, und ich habe gerade gesehen, dass der auch noch ein Stück Petersilie mitgenommen hat in den Tod. Geht natürlich gar nicht, ne? Also in dieser Küche landet nichts auf dem Boden. Was im Müll landen müsste. Nein. So. Gebackene Forelle und tschüss. Geschmacklich etwas zu viel Holz vom Boden. Gastbeschwerden. Ich hätte mehr richtig vergessen. Okay, zu viel Pfeffer. Falsche Menge an Produkten. Okay. Vielleicht war das vom davor, ne? So, das ist der Tag ist zu Ende. Das heißt, es passt doch noch in eine Folge rein. Habt ihr Glück gehabt. So, ich koche hier. Genau, ich koche hier. Ich mache einmal kurz sauber. Leg mir meine ganzen Sachen hier mal wieder schön ordentlich hin, ne? Sagt er und schmiss alles durch die Gegend. So. Nee, aber jetzt ist alles schön sauber, ne? Liegt alles irgendwo rum. Ja, wenn das Ding nicht gestorben ist, dann wird es auch morgen noch kochen. Juckt halt gar nicht, ne? Die Verpackung, ne? Juckt sie halt gar nicht. Aber gut, ich sehe gerade, sind hier mit der Reinigungsphase auch schon durch, ne? Wir haben jetzt hier unseren schönen neuen kleinen Stern bekommen. Das, ne? Gefällt natürlich. So, und dann gucken wir uns mal die Tageswertung noch schnell an. So, Tag 3. Ruhm, 37 von 70, also haben wir schon einen Stern auf jeden Fall bekommen. Kochpunkte haben wir auch. Bestellungen, fertige Bestellungen, Ausgaben, Einnahmen, Trinkgeld. Wir haben also einen Gewinn von 51, was auch immer das ist. So, dann haben wir jetzt hoffentlich EP3. Oh jo, guck mal, wir sind mal bis 4. Ha, geil. 6 Fähigkeitspunkte und noch einen neuen Perk. Welchen Perk nehmen wir denn? Ruhige Hand. Ich kann heiße Zutaten in die Hand nehmen, das ist natürlich auch schön, ne? Unzerbrechliche Flamme. Noch dreimal Fähigkeitspunkt, okay. Ja, hier. Nee, okay, das ist nur einmal, okay. Das habe ich ja irgendwie schon sowieso, ne? Die Anforderungen sind niedrig, das ist doch mal gut, ne? Vitamin B ist immer toll. So, Gerichtpreisbonus. Wir gucken, was wir noch so haben. Küchendeko, du bekommst... Ja. 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 Ja, komm hier, hau einfach überall einen drauf. Wir haben ja genug davon. Reparaturenkosten, Gewürzekosten. Und ein Rezept kann man auch noch aussuchen, neues. Was nehmen wir denn? Wir haben hier einmal Gazpacho,
gegrilltes Thunfischsteak und gegrilltes T-Bone-Steak und gebackene rote Kartoffeln. Okay. Ich hätte gesagt, das Gazpacho hört sich relativ einfach an. Nehmen wir das auch noch auf und freuen uns dann. Und ich glaube, jetzt kann ich die Folgen doch noch teilen, tatsächlich, vom Zeitaufwand her. Mal gucken. So, verliere keine Ruhmespunkte. Tagesaufgabe. Rote Paprika ist freigeschaltet, genau. Hier liegt Brot rum und ab sofort, das glaube ich, im Mixer, ne? Knoblauch ist auch freigeschaltet, genau, liegt da oben. So, aber nichtsdestotrotz, das wäre es dann für heute erstmal gewesen. Wir haben unseren schönen Stern bekommen, das reicht ja. Und ja, deswegen würde ich sagen, ist die Folge oder diese Doppelfolge, Nacy mal, ne, zweigeteilt, vermutlich dann jetzt auch mal zu Ende. Und ja, ich würde sagen,